Falls es sich tröstet. Ich fand es voll mutig, wie du dich dahingestellt hast und versucht hast, die Gruppe zusammenzuhalten. Und es war auch richtig lieb von dir. Und ich habe auch das Gefühl, du bist irgendwie der Einzige, der weiß, was Freundschaft bedeutet. Weißt du? Und ja, keine Ahnung. Im Endeffekt ist doch egal, was die alle machen. Sollen die sich doch alle trennen und streiten und keine Ahnung was. Aber eins verspreche ich dir, und zwar, dass wir beide ein Team bleiben. Ich stehe so an deiner Seite, wie du die ganze Zeit an meiner standest. Na? Hier versteckst du dich also. Ich habe dich den ganzen Tag nicht gesehen. Gehst du mir aus dem Weg oder so? Also ich meine, du hast dich jetzt auch nicht gemeldet das ganze Wochenende. Hey, was ist los? Ist es dein scheiß Ernst, dass du mir so kommst, nachdem du dich am Freitag verhalten hast, Mann? Komm ein bisschen klar. Nino, ich habe voll den Filmriss vom Freitagabend. Ich bin am Samstag aufgewacht und konnte mich an nichts mehr erinnern. Ach so, klar. Okay. Was ist denn los? Ja, dann frisch dich ein bisschen auf. Okay? Du wolltest alle, dass wir mit dir Drogen nehmen. Aber weil keiner mit dir Drogen nehmen wollte, hast du dich aufgeführt wie eine Zicke. Okay? Dann hast du angefangen, uns alle zu beleidigen. Und jetzt kommt das Beste. Als du gegangen bist in deinen Drogenrausch, hast du zu mir gesagt, ich bin für dich gestorben. Nino, das sagt man halt, wenn man irgendwie besoffen und auf Drogen ist. Du weißt, sowas meine ich nicht ernst. Heißt das, dass du mir sagen willst, dass du so krank drauf bist in deinem Kopf, dass du nicht mehr weißt, was du sagst und wie du dich verhalten sollst? Ey, seitdem wir das Geld gefunden haben, führst du dich auch wie eine Bitch. Nino, das war nicht so gemeint. Pass auf, ich will mit dir nichts zu tun haben. Nino, komm schon. Nino, willst du mit Currywurst essen kommen? Wir haben ja Hunger. Nee, ist ihr. Mein Hunger ist mir vergangen. Doch ich brauch dich, ja du tötest mich, ich fühle nicht mehr. Doch wenn du da bist, fühlt es sich. Sie sagt, sie kann sich an nichts mehr erinnern. Am Arsch, ey! Aber vielleicht war sie ja wirklich so dicht, dass sie es ja nicht so meinte. Ja, Sina wollte sich dann bei mir entschuldigen und ich habe sie dann da stehen lassen, nachdem ich ihr gesagt habe, dass Geld sie im Negativen verändert hat. Richtig so. Ganz ehrlich, hast du genau richtig gemacht. Das hat sie verdient nach ihrem ganzen Scheiße, was sie gemacht hat. Weißt du, was auch krass ist? Hm? Sie hat sich mega scheiße gefühlt, nachdem ich ihr gesagt habe, was für eine Bitch sie war am Freitag. Ja, zu Recht. Ich glaube, ich glaube, dass sie die komplette Kontrolle über sich selber verloren hat. Sie wusste nicht mehr, was sie redet. Sie wusste nicht mehr, wie sie tickt. Es ist ganz komisch, ich kann sie nicht wieder. Und das ist seitdem wir das Geld gefunden haben. So. Nino, rechtfertigst du gerade ihr beschissenes Verhalten, nachdem sie zu dir gesagt hat, dass du für sie gestorben bist? Ist das gerade dein Ernst? Ohne dich zu schämen, Alter? Nein, aber das ist doch gerade der Punkt. Ich... Check ich nicht. Ich will unsere Freundschaft wieder zusammenbringen. Wir alle waren mal eine schöne Clique. Und seitdem wir dieses scheiß vergiftete Geld gefunden haben, ist unsere Freundschaft in die Brüche gegangen. Geld ist nur Papier. Und das will ich den anderen auch klar machen. Ich sehe das genauso, aber ich habe trotzdem keinen Bock auf fucking Sina mit ihrem beschissenen Arschloch-Allüren. Ja. Ja. Aber ich brauche deine Unterstützung, okay? Ohne dich schaffe ich das nicht. Ich will unsere Freundschaft wieder an einen Tisch bringen. Okay. Zusammenbringen. Mhm. Wir haben uns doch mal so gut verstanden eine Zeit lang. Okay. Komm schon, hilf mir dabei. Ich bin nicht begeistert, aber ich lasse dich auch nicht hängen. Und ich habe auch mal einen Fehler gemacht mit dem Geld, als ich daheim nicht einfach rangegangen bin. Deswegen können wir das gerne versuchen. Ich bin an deiner Wirklich? Seite. Mhm. Danke, Mann. Ich muss zur Schnitte. Ich muss zur Schule. Dann gehen wir jetzt und... Ja, verabschieden uns. Viel Spaß. Tschüss. Schaffst das? Ja, du auch. Du kannst mich jetzt loslassen. Aber ich finde das so süß, was du sagst. Ich weiß. Ja. Okay, cool. Ja. Dann machen wir das. Ja. Tschüss. Egal, wie sehr sich alle ankotzen... Eigentlich wollen wir doch einfach nur Freunde sein. Hey, hi, Leute. Was geht? Ja, setzt euch. Was sollen wir hier? Ich will mit euch reden. Worüber? Werdet ihr sehen. Hi. Hallo, Sina. Gut. Sina. Sag mal, ich glaube, ich hab... Was macht die Alte hier? Was soll denn das jetzt? Ja, jetzt lass mich mal bitte kurz reden. Was macht sie hier? Darf ich reden?
Bitte? Meinst du das, was du gesagt hast, ernst, Sina? Nein, natürlich nicht. Ich war voll drauf und hab Dinge gesagt, die ich nicht so meinte. Ich hab voll den Filmriss. Na klar. Mhm. Weißt du was? Komischerweise warst du genauso ätzend, wie du sonst auch bist. Ein bisschen schlimmer. Ein bisschen vielleicht, wenn überhaupt. Bringt auch nichts, wenn du hier stehst wie ein begossener Pudel. Also sollen wir jetzt einfach so abkaufen, nur weil du ein bisschen auf die Tränendrüse drückst? Oder vielleicht kommt ja noch eine Träne. Wollen wir vielleicht lange genug warten? Sollen wir uns vielleicht lange angucken? Hey, guck mich mal bitte an. Und jetzt guckt uns an. Was ist aus uns geworden? Hi. Was ist aus uns geworden? Waren wir nicht mal alle Freunde? Und jetzt streiten wir uns wegen die letzten Autos. Und wisst ihr, warum wir uns streiten? Wegen dem gottverdammten Geld. Das Geld ist ein Fluch. Ja. Ja, nu? Ich sehe das eins zu eins, so wie du. Was ist? Das Geld muss weg. Wer stimmt mir zu? Ist so. Ja? Sina? Ja, natürlich. Mir ist wichtig, dass ihr seht, dass ich das ernst meine mit der Entschuldigung. Auch wenn es irgendwie eigentlich uncool ist, dass Jonas jetzt nicht mitreden kann. Scheiß auf Jonas. Der hat ja keinen Anteil. Ja, da hast du recht. Gut, ich habe draußen was vorbereitet. Mir liegt mir echt am Herzen, Leute. Kommt. Okay, und was genau wird das jetzt? Das ist eine Feuerschale. Die hat Nino gefunden. Ja. Und was wollen wir damit jetzt? Wow. Was wir damit wollen? Ach, ich fand's cool gerade. Okay. Was wir damit wollen? Ja. Wir verbrennen das Geld. Ja! Das Geld muss weg, damit wir uns endlich mal wieder verstehen. Der Fluch muss weg. Der Fluch muss beendet werden. Man darf eigentlich kein Geld verbrennen, aber ich finde, das hier ist so eine andere Sache, wo man das dann auch ruhig machen kann. Ich finde es ein bisschen hart radikal, aber ist in Ordnung. Ja, das weiß ja auch keiner außer uns, dass es gibt, also kann uns ja auch... Und die Person, die es da hingetan hat. Aber wer? Ich frage euch ein letztes Mal. Ja? Seid ihr damit einverstanden? Ja, hundertprozentig. Gut. Ja. Ja. Nino, das kannst du nicht machen! Was, Digga? Du hast gerade mit deiner Hand in dein Feuer. Wir können das Geld doch nicht einfach verbrennen. Wir werden uns alle einig. Ja, Leute, ich meine das wirklich ernst und ich. Es tut mir wirklich leid. Du hast uns nur was vorgestellt. Nein, habe ich nicht. Aber wenn wir das Geld verbrennen, das ist doch geisteskrank. Warum ist es geisteskrank? Weil das Kohle ist. Und dann? Nino, checkst du nicht? Lebst du mit der Kohle länger oder was die Kohle? Die Kohle ist nur Papier. Sie meint das nie ernst. Natürlich meine ich das gemacht, ernst. Damit wir ihr glauben und dann meint sie es doch nicht ernst. Mir ist wichtiger die Freundschaft, nicht die Kohle. Du lügst einfach. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Wir können das Geld nicht einfach verbrennen, Leute. Und wenn ihr es doch tut, dann zeige ich euch an, okay? Du zeigst uns an. Was, Digga? Rennst du mal hier nicht ein auf den Unschutzlarm, okay? Du pingelst dir damit selber ans Bein, wenn du die Bullen rufst. Und das weißt du. Ist so. Ja, brauchst nicht so gucken, Alter. Was will sie uns denn? Roten Mütze. Gott, Alter. Hey, sag nichts gegen die Farbe Rot, Digga. Nein, gegen rote Mütze. Okay. Von wegen Freundschaft. Okay, also wenn wir dieses Geld jetzt verbrennen, kriegen wir eine dicke Anzeige von Sina. Ja. Es wäre sowieso schon strafbar gewesen, wenn wir halt einfach fremdes Geld behalten und jetzt auch noch verbrennen. Oh, fuck off, ey. Mann, ich weiß außerdem nicht kommt ganz. Noch dazu, dass wenn wir das wirklich machen und die uns anzeigt, dass dann vielleicht dieser Mensch, dem das Geld gehört, auf uns aufmerksam wird. Ja, aber die traut sich das eh nicht. Ey, die hat nein, nicht Mann, Eier die traut sich das, Leute, die traut sich das nicht. Die ist aber verrückt. Danke. Nino. Aber ja, okay, ich weiß auch, auf der anderen Seite ist es halt auch so, sie ist unberechenbar, dass sie was Unberechenbares an sich hat. Ja, aber sie sitzt ja mit drin. Auch wenn sie ihre Blackouts hat, dann schießt sie sich selber. Da denkt sie nicht nach. Ah. Okay, es war's. Ich habe eine viel bessere Idee. Ja. Wenn Jonas von seinem Erdkundenausflug zurückkommt, ja, dann sollen Sina und Jonas mit diesem Geld glücklich werden. Wir sind da fein raus. Ja. Ja, weil unsere Freundschaft bleibt bestehen. Ja. Wir hatten zusammen. Ja. Und die sollen das Geld nehmen, damit glücklich werden. Ey, das ist eine richtig geile Idee. Eine geile Idee. Ja, safe. Vor allem, dann sind wir das los und wir können unser Ding machen und endlich glücklich werden. Dann sind wir sogar Sina und Jonas noch los. Fröhlich. Ja, Mann. Okay. Nee. Mit diesem Fluch haben wir nichts mehr zu tun. Was? Hä? Ich find's irgendwie unfair, wenn nur Jonas und Sina was von dem Geld haben. Ist so. Weil, also entweder alle haben was davon oder niemand. Wir ziehen die ganze Zeit irgendeine Scheiße ab und dann kriegen die das Leute, Geld. Das ist voll Scheiße. Ihr meint es doch jetzt nicht ernst, oder? Doch. Aber
Wir haben uns doch geeinigt vorhin. Wir haben doch gesagt, wir verbrennen die Kohle. Da wollten wir es verbrennen, das war was anderes. Nur weil ein Sina und ein Jonas jetzt das Geld behalten können, wollt ihr das Geld auch haben? Das sind absolut schlechte Menschen. Das Geld ist ein Fluch, Mann. Ja, aber ich habe auch eine Tochter und wenn die das haben, und dann kann ich das auch davon haben. Oder kann ich ihr irgendwas sparen, damit sie später zur Uni gehen kann oder so. Ich finde halt einfach, es gibt so viel. Das kannst du doch auch so machen, wenn du für deine Tochter arbeiten gehst. Ich gehe noch zur Schule, wie soll ich das machen? Wenn ihr das Geld behaltet, dann ist es ja nicht weniger Armut. Du weißt, was ich meine. Und das ist schlechtes Karma, Alter. Das ist richtig schlechtes Karma. Ich finde, es ist schlechtes Karma, schlechten Menschen so viel Geld zu überlassen. Sorry. Leute, wenn hier jemand von Luxus redet, dann bin ich doch das, Mann. Ich träume doch von Luxuskarren. Ja, und ich habe eine Tochter. Und ich fühle mich einfach absolut schlecht dabei. Tut mir leid, Nina. Ja, ihr habt mich so richtig enttäuscht. Werdet glücklich mit der Kohle. Was Sina ausfüllt und die Kohle nicht verbrennen will, geschenkt. Das hätte ich mir sowieso denken können. Aber dass Lynn und Amelie jetzt so drauf sind, ey, das fuckt mich einfach gerade ab. Was? Ich hab deine Lieblingspizza. Womit habe ich das verdient? Damit, dass du heute dein Bestes gegeben hast, das aber nicht funktioniert hat. War trotzdem ein toller Plan. Ja, ich hab's versucht. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Es ist einfach. Weißt du, ich wollte, dass wir eine Clique sind, dass wir zusammenhalten. Aber nein, jetzt haben wir nicht nur zwei Fronten, sondern noch drei. Sina, Jonas, Amelie, Lynn und du und ich. Ich weiß. Aber ey, wenn die es anders wollen, bitteschön. Ich brauch die nicht. Falls es dich tröstet, ich fand's voll mutig, wie du dich dahingestellt hast und versucht hast, die Gruppe zusammenzuhalten. Und es war auch richtig lieb von dir. Und ich habe auch das Gefühl, du bist irgendwie der Einzige, der weiß, was Freundschaft bedeutet. Weißt du? Und, ja, keine Ahnung, im Endeffekt ist doch egal, was die alle machen. Sollen die sich doch alle trennen und streiten und keine Ahnung was. Aber eins verspreche ich dir, und zwar, dass wir beide ein Team bleiben. Ich stehe so an deiner Seite, wie du die ganze Zeit an meiner standest. Versprochen. Die Worte habe ich gerade geraucht. Ja. Pizza. Ja. Ha? Klar. Pizza. Ja. Ja. Hier. Also, ist es noch? Ja. Cool. Hier. Danke. Bitte. Chiara ist echt cool. Die weiß, worauf es ankommt. Freunde, Familie, Glück. Kann man alles nicht kaufen. Machen wir eben unsere eigene Clique auf. Nur wir zwei. Was ist denn hier? Peggy, was ist passiert? War das wieder René? Hat er dich wieder geschlagen? Hey! Ich hab dir gesagt, ich bring dich um! Du kannst hier einziehen. Mit irgendwelchen Kindern in der Party-WG, das ist gar nicht mein Niveau. Sorry, ich bin Vanessa, komme aus L.A. und bin viel krasser als alle anderen, oder wie? Ich wollte mich bei euch beiden eigentlich nochmal entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich da mal wieder so ein bisschen drüber war. Starks. Naja, als ihr halt so getan habt, als würdet ihr hier zusammen wohnen. Ich fühle mich wegen der ganzen Lügen doch echt schon mies genug. Ja, und wir sollten uns aus dem Wettbewerb zurückziehen und Emmy und Kretze sagen, dass wir kein Paar sind. Nein, auf keinen Fall. Ich weiß nicht.